Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2. Weiter geht's in der Unterwelt. Wir sind gerade Hades entkommen und Auron hat sich uns als Leibwächter angeboten, den wir allerdings nicht brauchen. Aber er ist halt trotzdem dabei. Mal sehen, was er zu sagen hat. Verstehe, der Fluch der Unterwelt entzieht uns unsere Kräfte. Ihr müsst dadurch auch geschwächt sein. Vergesst das nicht. Ja, ich sehe es, ich kann keinen Drive einsetzen, aber ansonsten geht's mir ganz gut. In der Unterwelt wimmelt es jetzt von Herzlosen. Überlass diese Pfeifmeise getrost mir. Ja. Kümmer du dich nur darum, Herkules in einen Herzlosen zu verwandeln, dann gehört er bald mir. In der Unterwelt mache ich die Ansagen, du Kind mit Ohren. Ich bestimme die Regeln. Cerberus, los! Cerberus, den kennen wir schon aus Kingdom Hearts 1. War damals ein Endgegner. Ob er es auch hier ist? Also auf jeden Fall begegnet man ihm öfter, das ist schon mal klar. Au, es sind hier plötzlich heftigere Herzlose. Liegt wohl daran, dass wir jetzt auch einen dabei haben. Hey, ich will hinter ihnen. Und das sag ich nicht aus irgendwelchen Fetischwünschen. Entschuldigt das, Leute. Ein bisschen Magie zurück. Flug, flug. Gibt kaum Magie zurück, ey. Wie viele von den Kugeln, wie viele von den Geistern ich töten müsste dafür. Bam. Also das scheint wohl ein Ausgleich für die Drive-Leiste und so weiter zu sein, dass man hier Magiepunkte zurückkriegt. Aber ich finde es ein geringerer Trost. Okay, also weiter metzeln. Au! Mensch, mein Gott, ey. Könnt ihr mal aufhören mit diesem Blödsinn, mich anzugreifen und so. Ihr seid vollkommen nicht nett, wisst ihr das? Sowas von nicht nett. Ich wundere mich, was es mit diesem Organisationstypen geworden ist. Also was aus dem geworden ist, meine ich natürlich. Der ist hier einfach abgehauen. Aber wohin? Müssen wir ihm jetzt nicht begegnen, wenn wir auf dem Weg zurück sind? Irgendwie ist hier viel zu viel los. Ich meine, wir haben hier Carlo, wir haben hier Hades, wir haben hier Cerberus, wir haben dann noch diesen Typen aus der Organisation, also irgendwie haben wir hier zu viele Gegner, die uns belästigen können. Nicht aufstehen lassen, das ist das Geheimnis. Und wenn doch, dann passiert das. Okay, so wollte ich das jetzt allerdings nicht machen. Ach, egal. Dann halt so vermischen. Tja, unsere Geschichte ist so was von gut, dass andere darin einfach mal nicht vorkommen und dann einfach getötet werden. So eiskalt sind wir. Nein, aber Auron ist cool. Da kann man nichts sagen. Und jetzt? Bisschen auf zurennen. Okay, das hätten wir dann wohl nicht geschafft. Stimmt ja, ich habe gar keine Magie. Meine Magie ist aufgebraucht, wegen dem Bushido eben. So, also das aufsammeln und da sind wir auch schon fast draußen. Fast. Ich krieg das nicht hin. So. Diesen Luftangriff mit dem Tornadowirbel da, den führen wir übrigens nur dann aus, und das ist interessant zu wissen, nur dann, wenn wir nicht vorher springen. Ansonsten machen wir eine normale Sprungattacke. So, dann würde ich mal nach Items und Abilities gucken. Also Items, ja, da haben wir ja auf jeden Fall Ibilitamin, das ich an Sora wieder anwenden werde.
Und, Abilities haben wir für Sora und Aura natürlich. Was? Die Autoheldenform. Wir hätten eine Combo-Boost. Das wäre cool. Und was hat Aura so alles? Ah, die Limits müssen wir uns jetzt nicht unbedingt angucken. Für Gefährten ist es allgemein hin, finde ich, eine Zeitverschwendung, sich die ganzen Fähigkeiten anzugucken. Wichtig zu wissen ist Bushido. Ich kann den Limit theoretisch noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Was heißt theoretisch? Eigentlich wäre das sogar ganz klug. Hauptsache, der kommt in die falsche Richtung. Ich warte auf den. So war das mit dem Warten nicht geplant, dass er einfach mich besiegt fast. Okay, aber das haben wir ja gelöst. Ey, was ist mit mir los? Generell finde ich meinen Kommentarstil irgendwie gerade grausam. Grausam und langweilig, wie ich gerade kommentiere. So finde ich das. Ich weiß nicht. Könnte daran liegen, dass ich schon lange keinen Boss mehr geschnetzelt habe. Nun, ich glaube, dieses Problem lässt sich lösen. Geht es damit auf? Ja, ich glaub schon. Seht ihr, das Problem mit dem Boss lässt sich lösen. Nein, ich kämpfe auch mit gegen ihn. Okay, mit Auron zusammen gegen Cerberus. Du mit deiner Druckwelle schon wieder. Wie reagiert er auf Magie? Nicht so gut. Das Dreieckkommando, was wir da die ganze Zeit haben, ist Bushido. Ich würde mal sagen, das können wir uns noch ein bisschen an die Haare schmieren. Weil ich damit meine ganze Magieleiste aufbrauche. Das Eis hilft aber kaum was. Mit normalen Schlägen bin ich wesentlich besser dran gegen ihn. Im Notfall habe ich ja immer noch Potions. Ach, Women Vigo ist wirklich eine krass geile Melodie. Was hat er jetzt vor? Auron! Nicht sterben! Also die Steine, die runterfallen, sind nicht hilfreich. Danke, danke, danke. Immer wieder ein Vergnügen, schätze ich mal. Ich will jetzt ungern eine Potion benutzen. Danke! So, erstmal ein bisschen ausweichen. Ei! Ganz schön penetrant, diese Dinger. Wie weit geht das noch? Ich würde mal trotzdem lieber eine Heilung vorschlagen. Okay, das sieht man aber nicht sehr oft, dass er das macht. Ganz ehrlich, ich sehe das zum ersten Mal, dass man das macht. Wenn er mich mit zwei Dingern fängt und dann so ein Dreieckkommando kommt, das ist definitiv nicht normal.
Und nochmal. Okay, da sehe ich es halt jetzt schon zum zweiten Mal. Sitz, Platz, Fuß heißt das Kommando. Das ist ja genial. Man kann hier zwischendurch keine Köpfe abschlagen. Und Bams. Ich hätte lieber ein bisschen sprengen sollen, glaube ich. Und wenn ich mich nur die ganze Zeit heile, ist es mir egal. Das Vieh ist sowieso schon fast down. Also so langsam habe ich wenigstens raus, wann er sich umdreht. So ein bisschen jedenfalls. Aber insgesamt läuft das gerade ein bisschen schleppend ab. Oh, und kämpfst du mal gegen ihn. Okay, jetzt kann ich mit in den Kampf. Danke, Auron. Auf dich ist Verlass. Ob Sora alleine Chance gegen den hätte? Nun, die Frage lässt sich beantworten. In Kingdom Hearts 1 musste man, glaube ich, allein gegen ihn kämpfen. Oder waren Donald und Goofy auch mit dabei? Oder Herkules in dem Fall. Kann das sein. Dann machen wir jetzt zum Abschluss Bushido. So ein bisschen schnetzeln und dann mit dem letzten Angriff. Das wäre so ein geiles Finish, wenn das jetzt klappt. Es klappt. Komm schon, Wunderknabe. Jetzt mach doch einmal blau, um der alten Zeiten willen. Sie sind meinetwegen hier. Sie wollen einen Helden sehen. Ich darf Sie nicht enttäuschen. Keine Sorge, Mac. Ich schaff das schon. Oder braucht dein Held etwa eine Pause, hä? Ciao. Sora, enttäusch mich nicht. Tja, wir sind gerade zurückgekommen und zwar mit einer enttäuschenden Nachricht. Puh. Was ist mit Auron passiert? Er kann auf sich selbst aufpassen. Wir müssen Mac finden und dann versuchen wir einen erneuten Versuch. Dann starten wir einen neuen Versuch. Bla. Schon nicht mehr lesen können, tu. Gut. Oder eher gesagt, Gott. Den hätten wir also geschafft. Cerberus ist, down besiegt. Dann würde ich mal sagen, war es das hier für den Part. Meinen Boss habe ich ja dann doch noch bekommen am Ende. Und wir sehen uns dann, wenn es heißt, Let's Play Kingdom Hearts 2. Bis dann.